Willkommen bei DESTACO und auf der MOTEC 2022. Heute bei mir Christian Mikasch. Er ist Sales Manager für Deutschland und kann uns sagen, wo und wie DESTACO-Komponenten im Bereich der Automation für mehr Effizienz sorgen. Christian, wo werden die DESTACO-Komponenten eingesetzt? Robohandgreifer und Ferguson-Schrittschaltgetriebe finden wir in praktisch jeder Branche. Denn beide können von Unternehmen effizient eingesetzt werden, um Zeit und Kosten zu sparen, was im harten Wettbewerb ein großer Vorteil ist. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das konkret aussieht. Ich habe einige Beispiele aus verschiedenen Branchen, die so etwas zeigen. Wollen wir mit Robohandgreifern beginnen? Gerne. Hier sehen wir einen Roboter in der Holzverarbeitung. Mit unseren zwei Backenparallelgreifern bewegt er schwere Holzpaneele sehr schnell und zuverlässig. Auch nach über 2 Millionen Zyklen benötigt dieser kostengünstige Standardgreifer keinerlei Wartung. Wie sieht es denn in anderen Branchen aus? In der Lebensmittelbranche sind mehrere Greifertypen im Einsatz. Dieser FUA-Winkelgreifer wendet Käseleibe, die ja wöchentlich gewendet werden müssen. Und der 1-PPRE-Greifer, hier schneidet Käse in handliche Stücke. Das ist ja eine sehr saubere Umgebung, aber wie sieht es aus, wenn die Bedingungen sehr hart sind? Wie zum Beispiel in der Automobilindustrie? Selbstverständlich haben wir auch dafür den richtigen Werkzeugwechsler und Greifer. Das ist ein 2-Backen-Parallelgreifer bei der Montage von Bremsscheiben. Hier sehen wir einen Werkzeugwechsler für die Kunststoffverarbeitung. Auf diesem Bild sehen wir einen 2-Backen-Winkelgreifer mit einem Werkzeugwechsler in der Gießerei. Und das hier ist ein RDH-2-Backen-Parallelgreifer an einem Roboter, der Lenksäulen montiert. In all diesen Fällen haben unsere Produkte zu deutlich mehr Produktionsgeschwindigkeit und weniger Wartung beigetragen. Das klingt doch sehr überzeugend, aber kommen wir nochmal zurück auf Ferguson. Ja, um die Marke Ferguson ist es in letzter Zeit eher ruhig. Aber da gibt es gute Neuigkeiten. DESTACO bietet jetzt auch Ferguson Schrittschaltgetriebe Made in Europe. Das bedeutet nach wie vor höchste Qualität bei erheblich verkürzten Lieferzeiten. Im Portfolio sind hochbelastbare Rundschalttische, die in nur 6 statt bisher 20 Wochen lieferbar sind. Allerdings sind die Ferguson-Produkte extrem langlebig, was uns im Vertrieb eher weniger Arbeit beschert, aber die Kunden natürlich freut. Kannst du uns sagen, wo diese Schrittschaltgetriebe eingesetzt werden? Die findet man in vielen Branchen. Sehr beliebt sind sie etwa in Abfüllbetrieben und natürlich bei diversen Montageaufgaben. DESTACO fertigt, wie bereits erwähnt, ein breites Spektrum an Produkten, darunter Schrittschaltgetriebe, Taktförderer, Greifer und Werkzeugwechsler an den Standorten in Deutschland und Frankreich. Dies ermöglicht es uns, kurze Lieferzeiten und kundenspezifische Sonderlösungen zu realisieren. Gibt es noch mehr DESTACO-Produkte im Bereich der Automation? Am bekanntesten sind wohl unsere Pneumatikspanner, die es auch als rein elektrische Version gibt. Hier zum Beispiel sehen wir unseren Smart Clamp, der mit einem Servomotor betrieben wird. Dies eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche. Diese Spanner sind völlig frei programmierbar hinsichtlich Spannkräften, Öffnungswinkel und Spanngeschwindigkeiten. Ebenso können diverse Betriebszustände erfasst werden und dokumentiert. Dies bringt Vorteile bei der Bauteilkontrolle, Qualitätssicherung, Wartung und bei der Betriebsdatenerfassung. Letztendlich haben elektrische Systeme enorme Vorteile, um das Ziel einer CO2-neutralen Produktion zu erreichen. Das war durchaus informationsreich. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne, Stefanie. Das war's dann auch schon wieder von unserem kleinen Informationshäppchen von der MOTEC 2022. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Ich hoffe, Sie schauen bald mal auf unserer Webseite destaco.com vorbei. Und falls Sie Fragen haben, können Sie unsere Experten gerne auch direkt ansprechen. Die Kontaktinformationen sind eingeblendet. Danke und auf Wiedersehen.